Was ist das Tollste an deinem Job? Das ist eine gute Frage. Also das Tolle an einem wissenschaftlichen Mitarbeiter ist auf jeden Fall, dass man recht frei forschen kann. Man kann sich aussuchen, an welchen Themen man arbeiten will, in einem gewissen Rahmen und auch vielleicht nicht gerade wirtschaftlich sinnvolle Fragestellungen begehen. Und das ist schon sehr interessant. Also da hat man deutlich mehr Freiheiten als zum Beispiel in der Wirtschaft. Was ist meine Aufgabe? Ich bin zum Human Brain Project Team dazu gestoßen. Ich übernehme da ein bisschen die Projektleitung, das heißt, was an dem EU-Projekt so an Projektverantwortlichkeiten anfällt, aber auch natürlich ein bisschen von Forschungsaufgaben und habe da ein tolles Team drüben beim HOI. Lieber Serien oder Filme? Beides würde ich sagen. Zeit von Netflix schaut man natürlich gerne Serien an, aber Filme sind auch immer wieder was Schönes. Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Serien als Filme, die man schauen kann. Was ist das Außergewöhnlichste auf meinem Schreibtisch? Ich denke, ich habe ein paar interessante, lustige 3D-gedruckte Sachen drauf. Das ist bestimmt das Interessanteste. Ein kleiner Eisberg zum Beispiel. Warum würdest du jemandem empfehlen, am FZI zu arbeiten? Es gibt ja auf jeden Fall sehr interessante Fragestellungen, zum Beispiel bei uns in der Robotik kann man an coolen Robotern arbeiten und gerade auch der Industriebezug ist sicherlich interessant, wenn man mal ein bisschen Erfahrung haben will, wie das so bei den großen Firmen abläuft. Wie weit fahre ich zur Arbeit? Ich komme aus Durlach, das sind glaube ich 3,5 Kilometer. Im Sommer versuche ich mit dem Fahrrad zu fahren, aber jetzt im Winter, wenn es kalt ist, dann ist es auch so. Okay, das war's schon.